Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugeschaltet haben und die nächsten 2 Stunden mit uns gemeinsam energiereich leben. Der Name des Shops ist Programm, oder Silke? Natürlich. Herzlich willkommen dir. Oh, ich freue mich auch, so nach der Sommerpause wieder hier zu sein. Gerade in so einer ganz wichtigen Zeit, denn im Moment ist die Zeit fürs Abschiednehmen, fürs Loslassen und für einen Neubeginn. Und starten Sie Ihren Neubeginn doch mit den energiereichen Diamantprodukten, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Genau, denn du bist ja die Spezialistin bei Astro TV für das Thema Diamant. Fast alle deine Produkte haben ja Diamant enthalten. Und was im Einzelnen Sie heute bei uns bestellen können, liebe Zuschauer, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir gehen in eine kleine Vorschau. Und Sie können übrigens in der Vorschau schon gebührenfrei bestellen unter der 0800 720 33, liebe Zuschauer, gerne notieren oder sofort rein in die Leitung, zum Beispiel für das besondere Aphrodite-Armband 70356. Das ist hier Ihre Bestellnummer, wenn Sie sagen, dieses besondere Armband spricht mich an. Sie bekommen ein Duftarmband mit 10 Milliliter ätherischem Öl und 1 Karat Naturdiamant an einem Lederarmband. Toller Streichpreis, 49 Euro. Das Torusportal ist auch wieder mit dabei. Natürlich haben wir auch Naturdiamant verarbeitet, und zwar 3 Karat 10112. Das ist Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer, für das Torusportal von Silke Illing. 99 Euro, das ist Ihr Preis. Bote Gottes, die Kollektion der Engelsflügel ist wieder mit dabei heute, und das ist wirklich etwas Einzigartiges. Gibt es so nur bei unserer Diamantexpertin Silke Illing. Jeder Engelsflügel hat 1 Karat Naturdiamant enthalten. 70349, das ist Ihre Bestellnummer für die Kollektion Bote Gottes, liebe Zuschauer. 34,95 Euro, das ist hier Ihr Preis. Die Universumspyramide, auch das ist ein ganz, ganz besonderes, hochenergetisches, spirituelles Werkzeug von Silke Illing. 10267, Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer, 199 Euro. Das ist ein toller Streichpreis, den wir heute für Sie mitgebracht haben. Und was es mit dieser wundervollen Universumspyramide auf sich hat, das erfahren Sie später in der Sendung. Also gerne dranbleiben, liebe Zuschauer, und vergessen Sie nicht, Sie können sich jetzt schon gebührenfrei einwählen unter der 0800 720 33. Weiter geht's. Tea Time ist es, liebe Silke. 70360, das ist die Bestellnummer, und das ist etwas ganz Neues, ein Porzellan-Teegedeck. Und Sie bekommen dazu noch einen Tee, den Sie sich aussuchen dürfen. Tea Time für Sie, liebe Zuschauer. 70360, Ihre Bestellnummer. 39,90 Euro, das ist hier der Preis. Ein Kristallsohlebrunnen hat uns die Silke mitgebracht. Auch das ist etwas Besonderes. 70357, die Bestellnummer für Sie, liebe Zuschauer. Wenn Sie sagen, so einen wundervollen Zimmerbrunnen wollte ich schon immer mal haben, dann bitte gerne rein in die Leitung, denn auch hier haben wir einen Streichpreis 159 Euro. Erzengel Raphael darf natürlich nicht fehlen. Der Wasserstab, das ist auch so eine Spezialität von dir, liebe Silke, deine tollen Wasserstäbe. Und es ist in jedem Stab zusätzlich 1 Karat Naturdiamant enthalten. Das macht diese Wasserstäbe so besonders. 10260, liebe Zuschauer, das ist Ihre Bestellnummer. Wenn Sie sagen, den Wasserstab Erzengel Raphael möchte ich mir nach Hause holen, 27,95 Euro, ein kleiner, toller Preis.
den Feng Shui-Jahresengel Raphael. Natürlich ist er auch wieder mit dabei, denn es ist der Jahresengel 2019 10097, liebe Zuschauer. Wenn Sie sich die Bestellnummer bitte notieren wollen, wir haben hier 4 Karat Naturdiamant. Er kommt zu Ihnen in einer ganz einzigartigen Feng Shui-Box mit Anleitung. Und auch hier haben wir einen Streichpreis. Sie bekommen den Raphael für 139 Euro. Dann hat die Silke ein Buch geschrieben, wieder mal. Und zwar ein Tensorbuch mit Pendel. Und Sie bekommen nicht nur ein Shungit-Pendel, sondern als Überraschung bekommen Sie noch etwas. Was das sein wird, wird uns Silke später in der Sendung verraten. 70359, das ist die Bestellnummer für das Tensorbuch mit Pendel, liebe Zuschauer. 34 Euro, auch hier ein toller Preis. Ayurveda-Wasser können wir uns selber herstellen. Wir bekommen eine Kupferflasche und ein Edel-Shungit-Wasserstein von unserer Silke Illing. All das zu einem Preis von 49,90 Euro. Die Bestellnummer dafür, liebe Zuschauer, ist die 70358. 70358, gerne notieren. Oder kommen Sie in unsere gebührenfreie Leitung. Silke, wie lange ist das Service Center heute erreichbar? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag dürfen Sie sich gebührenfrei einwählen unter der 0800 720 33. Nur weiß man immer nicht, wie lange deine Produkte reichen. Weiter geht's, liebe Zuschauer. Fit in den Herbst. Das ist ganz, ganz beliebt bei Ihnen. Hier bekommen Sie ein Wohlfühlset mit Wasserstab, Wellnesspflastern, Zehenringen, ganz besonderen Ringen für die Finger. 70351, das ist die Bestellnummer für Sie, liebe Zuschauer. Und ich sehe, auch hier hast du einen tollen Streichpreis gemacht, liebe Silke. 49 Euro für das komplette Set, was Sie da bekommen, hören Sie gleich. Bleiben Sie also gerne in der Leitung und natürlich bei uns, liebe Zuschauer, denn jetzt präsentieren wir uns Ihnen den Magnetschmuck Magnetux, uns natürlich auch. 10116, das ist Ihre Bestellnummer für diesen wundervollen Magnetanhänger. Der ist aus Edelstahl, ca. 50 Gramm, ungefähr die Größe ist 20 mm im Durchmesser. Und auch hier haben wir natürlich wieder einen tollen Preis, 34,90 Euro. Liebe Silke, Magnetox, das ist ja auch etwas ganz Besonderes und hat Magnete enthalten sicherlich. Natürlich. Genau. Und wenn du ihn mal umdrehst, kann man den Magnet sogar sehen. Das machen wir jetzt. Genau. Wir haben also im Vordergrund den schönen Schmuck mit dem Glasaufsatz, ja. Glasaufsatz, genau. Und dem Muster drauf. Und auf der Rückseite haben wir den Magnet. Und was ist das Goldene, was da so schön glitzert? Und das Goldene ist das, was du so gerne magst. Ja. Das ist Orgonit. Das ist Orgonenergie, das ist Lebensenergie pur. Und der Magnet, der dort eingearbeitet ist, der hat einen Plus- und einen Minuspol. Und sie tragen den Pluspol zum Herzen, der stärkt sie. Und diesen Magnetanhänger kann man entweder auf dem Brustbein tragen oder im Solarplexusbereich, dort, wo sie spüren, dass sie ein energetisches Defizit haben. Zu den Magneten bin ich ja dadurch gekommen, dass ich im letzten Jahr mich sehr mit der Aura beschäftigt habe und das Aura-Buch geschrieben habe. Und zum Aura-Buch gab es Hämatit-Anhänger dazu. Alles, um die Aura zu stärken und Magnet, und unsere Aura ist magnetisch. Es gibt ja das Erdmagnetfeld und die Aura oder der menschliche Körper hat auch ein Magnetfeld, das elektromagnetische Feld des Menschen. Jedes Organ hat ein Magnetfeld, das Gehirn hat eins, das Herz zum Beispiel. Das Magnetfeld des Herzens ist 7-mal größer als das Magnetfeld des Gehirns. Das heißt, wenn wir uns
auf die Herzebene einschwingen und Liebe spüren und Liebe senden, überlagert das Schwingungsfeld des Herzens, das Schwingungsfeld des Gehirns und löscht negative Gedanken aus, beziehungsweise gehen wir hier dann in die Manifestation. Und diesen Prozess unterstützt dieser Magnetox-Anhänger mit 1000 Gauss. Die Magnetprodukte, die Sie sonst oft im Handel bekommen, die haben mehr so 300, 200, 300 Gauss, das ist also viel weniger. Hier, das sind jetzt 1000 Gauss und diese 1000 Gauss, die aktivieren Ihren Körper, die aktivieren die Energiezentren. Sie können sich diesen Anhänger auch dort auflegen, wo Sie spüren, dass Sie ein Defizit haben. Es ist nicht nur ein Wellness-Anhänger und ein Wohlfühl-Anhänger. Er soll blockierte Energien wieder ins Fließen bringen. Und warum bringe ich ihn mit? Das verrate ich dir jetzt auch. Ja, bitte, liebe Silke. Ich habe gesagt, wir haben im Moment eine sehr schwierige Zeit. Wir haben im Moment eine Zeit energetisch außen um uns herum des Abschiednehmens und der Neubeginne. Und Abschied nehmen kostet sehr viel Energie, kostet Mut, Kraft, kostet aber auch physisch Energie und das läuft zuallererst einmal über die Emotionalebene. Und die Emotionalebene ist gekoppelt an das zentrale Nervensystem und das wiederum regelt unsere Befindlichkeiten im Immunsystem und das Magnetfeld des Menschen wiederum, wenn es ein starkes Magnetfeld ist, stärkt es das Immunsystem und stärkt unser Herzzentrum. Das heißt, ausgehend von unserer Emotionalität können wir uns immunisieren und stärken. Wenn wir aber in sehr anspruchsvollen emotionalen Prozessen sind, dann wirkt der Magnet hier unterstützend, dass wir auch bei schwierigen Emotionen ein starkes Magnetfeld, ein starkes Immunsystem hier haben, eine starke Aura haben, dass uns von außen nichts umpusten kann. Magnetox Magnetschmuck, liebe Zuschauer, kommt zu Ihnen. Ich zeige es mal natürlich an einem Schmuckband, aber wir haben hier auch eine wunderschöne große Öse, sodass Sie sich den natürlich auch an eine Kette oder woanders auffädeln können. Genau. Dann schauen wir uns das nochmal richtig an. Die Rückseite. Ich finde ja immer die Rückseite genauso oder mindestens genauso schön wie die Vorderseite. Wundervoller Schmuck und der sieht nicht nur wundervoll aus, sondern der macht, dass wir sozusagen an Körper, Geist und Seele ausgeglichener werden. Genau. Ja, liebe Silke? Der nährt uns über das Erdmagnetfeld. Nehmen wir teil an allen Prozessen, die hier auf der Erde passieren. Und manche Prozesse, die schwächen uns. Und hier hilft der Magnetschmuck, wieder in die innere Balance zu kommen. Und Sie kennen vielleicht die Magnetpflaster. Meine Oma hat sich immer Magnetpflaster aufgeklebt, dort, wo sie Schmerzen hatte, weil das mittlerweile außer Frage steht, dass der Magnet Blockaden löst und dann die Stellen wärmt. Das Blut zirkuliert besser und deswegen klebt man Magnetpflaster auf. Durch die bessere Zirkulation des Blutes werden hier Schmerzen gelindert. Wir haben hier 1000 Gauss Magnet. Probieren Sie es einfach aus. Kleben Sie den Magneten dort auf, wo Sie eine Befindlichkeitsstörung haben, wo Sie eine Wahrnehmung haben, dass der Magnet Ihnen jetzt dort gut tun würde und lassen Sie ihn dort eine Weile drauf und testen Sie doch einfach einmal aus, ob der Magnet auf der physischen Ebene hier tatsächlich das Wohlbefinden und steigern kann und Sie kräftigt und stärkt, ausgleicht und harmonisiert. Und tragen Sie den Magneten aber auch auf den Chakren, stärken Sie die Chakren, weil die Chakrenenergie direkt mit dem Erdmagnetfeld gekoppelt ist. Und wenn wir in unseren Chakren ausgeglichen und stabil sind, dann wirkt sich das nicht nur auf den Körper, sondern auf unser ganzes Seelenleben und auf unser äußeres Leben auch aus. 10116, liebe Zuschauer, das ist die Bestellnummer, wenn Sie sagen, diesen wundervollen, einzigartigen Magnetox-Anhänger, den hole ich mir jetzt nach Hause zu diesem wundervollen Preis von 34,90 €. Da kann man ja wirklich nichts dazu sagen, denn du lässt ja auch vieles in Deutschland herstellen oder ihr stellt es selber her. Ja, wir stellen ihn. Magnetanhänger selber her, aber auch die Magnetstäbe, die Prana-Stäbe, die Prana-Magnetit-Stäbe, die im Moment wieder erhältlich sind. Und wenn Sie heute anrufen und haben eine Männerstimme in der Leitung, dann ist das der Hersteller selbst, dann ist das mein Mann. Und wenn Sie heute Fragen zu den Produkten haben, lassen Sie sich meinen Mann geben, der klärt Sie
1A auf. Super. Der macht heute Telefondienst. Dann grüßen wir mal den Manfred an dieser Stelle. Und der Manfred hat ja auch die Vorderseite so wunderschön gestaltet. Gibt es da jetzt auch noch eine besondere Bedeutung dazu? Wir sehen hier ja rotierende Felder. Das ist ein Chakrensymbol. Früher sind die Chakren oder auch in den Veden, in der indischen Philosophie, sind die Chakren als Blumen dargestellt worden. Heute wissen wir, dass die Chakren eigentlich Wurmlöcher sind, so wie wir das aus dem Universum kennen, die schwarzen und weißen Löcher, Materie, Antimaterie. So ähnlich verhält es sich auch mit den Chakren, nur die Vorstellung, ein Wurmloch in der Aura zu haben, ist auch nicht so schön. Und das ist ein altes Chakrensymbol, ein starkes Chakrensymbol, die Chakrenblumen. Eine Blume öffnet sich nach vorne, vor unserem Körper in ihrer ganzen Blüte und nach hinten im Stängel, in der Wirbelsäule, in der Kundalini-Energie. Und das ist das Symbol dafür, diese rotierenden Energiefelder. Kein Chakra, kein Organ in unserem Körper ist eine Insel. Das heißt, alle arbeiten zusammen und regulieren sich gegenseitig. Und manchmal ist dieser Regulationsmechanismus gestört und dann braucht es von außen einen kraftvollen Impuls. Und wenn Sie vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben mit der Akupunktur. Akupunktur macht nämlich genau das. Durch die Nadel wird temporär ein Impuls gegeben und durch diesen Impuls wacht das System auf und sagt, hoppla, was war denn das jetzt? Und fängt wieder mit der Selbstregulation an. Und 1000 Gauss Magnetschmuck geben ebenfalls diesen Impuls, nur dass es nicht so weh tut wie mit der Nadel. Liebe Zuschauer, kommen Sie gerne in die Leitung unter der 0800 720 33. Die ist für Sie gebührenfrei. Oder notieren Sie sich die Bestellnummer 10116, wenn Sie sagen, diesen wundervollen, einzigartigen Magnetschmuck-Anhänger Magnetox möchte ich zu mir nach Hause holen. 34,90 € ist wirklich ein toller Preis. Dann bitte greifen Sie jetzt zu, denn wir gehen schon mal weiter, liebe Silke. Du hast ja noch so schöne andere Dinge mitgebracht. Und zwar hast du dein beliebtes Set wieder mit dabei. Und das begeistert mich persönlich immer so, weil ich bin ja auch noch Gesundheitscoach und Masseurin. Und da haben wir ganz tolle Dinge in diesem Set, von denen ich genau weiß, dass sie so toll wirken. Dein Fit in den Herbst-Set, liebe Silke, 70351 ist die Bestellnummer. Wir haben hier ein Wohlfühl-Set für Sie zusammengestellt, liebe Zuschauer. Sie sehen es hier auf dem Drehteller und natürlich haben wir nicht nur ein Wohlfühl-Set, sondern auch einen Wohlfühlpreis, 49 €. Liebe Silke, was genau enthält denn dieses tolle Set? Ja, ich hatte das Set ja schon im Frühjahr dabei, da hieß es Fit in den Frühling mit einem Prana-Neodym-Stab bzw. mit einem Schlankmach-Roll-On-Stift. Und ich habe Ihnen ja versprochen, ich komme im Herbst mit etwas Neuem zurück, nämlich mit einem ganz neuen Wasserstab. Und wir hatten ja eben über das Magnetfeld der Erde gesprochen, wie es uns manchmal schwächt oder auch stärkt und dass wir uns aufladen müssen, dass wir uns stärken müssen. Und ich habe Ihnen einen Wasserstab mitgebracht. Da bin ich darum gebeten worden, diesen zu produzieren, weil jemand austesten wollte, ob dieser Stab vielleicht auch bei Elektrosmog hilft. Ne? Und wir haben unten in diesem Stab schon Git drin. Und was ich sonst als Bergkristall nehme, habe ich dieses Mal Himalaya-Salz genommen, weil Himalaya-Salz enthält alle natürlichen Elemente und die Information von jedem Element geht dann ins Wasser hinein. Dann sind dort Magnetitkristalle als nächstes und diese Magnetitkristalle sind in Oktaederform. Die Oktaederform kommt aus der heiligen Geometrie und ist die höchste Form der Schöpfung. Tourmalin hilft gegen den bösen Blick. Tourmalin hilft auch, wenn man sich unsicher fühlt, wenn man sich abgrenzen muss gegen schwarze Magie. Aber Tourmalin ist auch, entstört aber auch elektromagnetische Reizzonen. Und oben drüber, das letzte ist Hämatit. Hämatit und Magnetit haben ungefähr den gleichen Anteil an Eisen. Magnetit noch ein bisschen stärker. Und beide sollen die Aura aufladen, die Aura stärken, die Aura abdichten. Und dieses Wasser kann man trinken, dieses Wasser sollte man trinken, weil Energiearmut führt oft dazu, dass wir essen.
Ja? Wir essen oft zu viel, weil wir einfach gestresst sind. Weil wir gestresst sind, genervt sind, energiearm sind. Weil wir aus unserem Rhythmus gekommen sind, weil wir dem Rhythmus der äußeren Welt nachleben. Und hier wirkt der Wasserstab, den Sie auch ohne Set gerne für 27,95 erwerben können. Hier wirkt der Wasserstab, indem er uns abdichtet, festigt, stärkt, indem er reguliert und indem die Information von allen Elementen aus dem Himalaya-Kristallsalz hinaus in das Wasser geht. Und wenn ich die Information auf homöopathischer Ebene von allen Elementen aufnehme, nähren mich diese Informationen, nähren mich die Elemente. Wer mit Homöopathie bereits Erfahrungen gemacht hat, der wird mir hier zustimmen. Das heißt, dieser Stab entstresst, dieser Stab stärkt und im besten Fall dimmt der Stab dadurch auch das Hungergefühl. Und außer diesem Stab habe ich Ihnen auch noch 7 × 7, 14 kleine Pflaster mit in das Set getan. Für 7 Nächte diese Pflaster. Und die habe ich jetzt mal hier. Ja, zeig uns die mal gleich, genau. Ich bin total begeistert, diese Bildfunktion, die Technik macht es möglich. So sehen diese Pflaster aus. In diesem Pflaster ist Tourmalin enthalten, ist Germanium enthalten, ist Bambusessig enthalten. Und das war mir ganz wichtig. Es gibt viele Pflaster auf dem Markt, die haben einen Eichenessig oder einen anderen Essig. Der Bambus hat ganz spezielle Wirkeigenschaften, deswegen sollten Sie immer darauf vertrauen, dass Ihr Pflaster des Vertrauens auch Bambusessig enthält zum Entgiften. Und diese Pflaster klebt man unter die Fußsohlen. Also Sie kriegen da noch ein Klebepad für unter die Fußsohlen für eine Nacht. Und am nächsten Morgen, idealerweise, sieht das dann so aus. Halten Sie mal beide gegeneinander. Da sind jetzt, dieses Pflaster hat entgiftet. Das klebt auch noch ein bisschen. Der Essig entgiftet. Das Tourmalin saugt die Feuchtigkeit dann unter den Fußsohlen auf und reinigt. Germanium reinigt ebenfalls und stärkt. Und das sind ganz wunderbare Pflaster, um mal eine Kur zu machen, eine Wochenkur zu machen. Wenn Sie sich müde, schlapp, gereizt fühlen, probieren Sie einfach einmal diese Pflaster aus. Sie können sie auch gerne nachbestellen bei mir. Es sind ganz, ganz tolle Wellnesspflaster. Ihre Haut wird es Ihnen hier danken. Deswegen werden die auch oft Schönheitspflaster genannt. Und dazu gibt es dann noch diese Fingerringe, von denen du so begeistert bist, weil sie nämlich, wenn man 2 mal 3 Minuten am Tag die Finger damit massiert, über die traditionelle chinesische Medizin alle Organe und alle Bereiche Ihres Körpers hier erreichen. Genau. Wenn die Regie das jetzt vielleicht mal ein bisschen einfängt, dann würde ich das gerne mit den Ringen mal vorführen, weil das ist so genial. Die Silke hat mir vor ein paar Monaten diesen Ring mal selber geschenkt und Silke, ist es wirklich so. Also ich sitze abends, wenn man vorm Fernseher sitzt oder wenn man irgendwo ist und wartet. Man kann diesen Ring ja immer dabei haben, weil die sind wirklich also für jeden Finger geeignet. Ja. Sie bekommen auch einen kleineren mit dazu. Ja. Und dann kann man wirklich auf jedem Finger wunderschön hoch und runter rollen, liebe Zuschauer. Und das macht, dass das so ein wunderschön aktivierendes Gefühl ist, wie wenn man jetzt Fußreflexmassage macht. Das kennen viele von Ihnen. Natürlich gibt es auch Handreflexmassage. Und mit diesen Ringen können wir dann wirklich auch unsere Knöchel stabilisieren. Hier sind auch manchmal so, dass man so ein bisschen steif ist in den Gelenken. Und hier kann wirklich jeder für sich selber aktivieren, dass alle wieder schön in den Fluss kommt, entweder mit dem kleinen Ring oder mit dem großen Ring. Und du hast gesagt, empfehlenswert ist wie lange? 2 mal 3 Minuten am Tag. Ah, zweimal, na das mache ich wesentlich länger. Deswegen siehst du auch so jung aus und frisch. Danke. Aber es ist jetzt eine Empfehlung, liebe Zuschauer. Es macht jetzt tatsächlich nichts, wenn Sie das eben öfter oder mehr machen. Ne? Also es kann auch jeder den Finger und die Hand selber auswählen. Aber schau mal, wie du die Durchblutung gerade angeregt hast. Ne? Das sieht man im Fernsehen so richtig. Sieht man richtig. Ja, das sieht man richtig rot und es fühlt sich
auch so prickelnd, so belebend an. Ja. Ja? Und wir wissen ja, dass jeder Finger für ein Lebensthema steht, auch aus der Astrologie heraus. Ne? Und wenn man so gewisse Themen hat, es gibt ja auch Handlinien, und ob man jetzt mit den Fingern arbeitet oder mit den Handlinien arbeitet, hat eine ähnliche Wirkung, weil wir alle Entsprechungen des Körpers, alle Entsprechungen unseres Seins aus der größeren Welt immer in der kleineren Welt finden. Das heißt, unsere Lebenslinien, unser Lebensschicksal, was man in den Händen liest, kann man genauso gut in der Ohrrinde lesen. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat das auf der Zunge gelesen. Und alle unsere Befindlichkeiten sind hier irgendwo an den Fingern angesiedelt. Und wir geben einfach den Fingern viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich kenne Leute, die sagen, wenn ich unsicher bin, wenn ich nervös bin, nehme ich jetzt diesen Ring und arbeite mich hier mit dem Ring an meinen Fingern ab und knabbere dafür nicht mal den Fingernägel. Ne? Das fand ich eine ganz tolle Sache, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wenn man vorher die Finger auch noch eincremt, dann hat man so eine richtig schöne Massagewirkung. Ne? Das ist, also ich bin da wirklich ganz begeistert von, wie kleine Dinge Großes bewirken können. Sie tun sich wirklich Gutes, und wer sich ein bisschen mit Akupunktur oder Akupressur beschäftigt, der weiß um die Punkte an den Händen, an den Fingern, an den Handgelenken und kann hier wirklich auch schon selbst tätig werden und muss nicht erst schauen, dass er jemanden findet, der massiert oder der ihn mal unterstützt. Wirklich hier auch in Eigeninitiative gehen und dem Körper jeden Tag so über die Hände, über die Finger 5 Minuten Streicheleinheiten geben, und der Körper, der wird sich bei Ihnen bedanken. Das letzte in dem Set, die letzte Komponente, sind ja dann die Zehenringe. Genau. Die sind ja auch noch mit dabei. Ja. Wie können denn die Zuschauer jetzt mit diesen Zehenringen verfahren? Genau, diese Zehenringe waren der Hype dieses Jahr, diesen Sommer. Wenn Sie manchmal geschaut haben, lief die eine oder andere Person mit einem Zehenring rum. Und dieser Zehenring hat hier unten ein Pflaster, ein Magnet drin hier. Das sind 200 Gauss, und der Zehenring wird so getragen, dass man ihn über den großen Zeh zieht, und zwar über den großen Zeh mit der Innenseite. Das muss drücken, ne? Genau, das muss drücken, und wenn ich dann laufe, übt das an der Wurzel des großen Zehs, an unserem Fresslustpunkt, übt das einen Druck aus, und dieser Punkt steht in dem Ruf, dass man dann weniger isst und weniger Appetit hat. Probieren Sie es einfach aus. Jetzt ist das eine Einheitsgröße. Es gibt dicke Zehe, es gibt dünne Zehe. Wenn Sie einen kräftigen Zeh haben, Sie müssen den nicht die ganze Zeit tragen, denn es ist wie in der Akupunktur. Viel hilft nicht viel, sondern den Impuls geben und es dann wieder lassen. Da reichen wirklich 10 Minuten aus, und dann denkt man mal wieder dran und zieht ihn sich mal wieder über für einen Moment. Sie müssen den nicht den ganzen Tag tragen, das ist mir auch wichtig zu sagen, weil das Silikon gibt zwar nach, aber es ist zumindest bei meinem großen Zeh ganz schön eng, ne? Ein Wohlfühlset für Sie, liebe Zuschauer, wo wirklich alles enthalten ist, dass Sie ganz leicht und spielerisch in Ihr Wohlfühlgefühl kommen können. Ja. Und zwar ohne irgendwo hingehen zu müssen, ohne eine teure Massage kaufen zu müssen, ohne zur Akupunktur zu müssen, sondern das kann man wirklich selber aktivieren und stimulieren mit Silkes Set Fit in den Herbst. 70351, das ist die Bestellnummer. Für Sie, liebe Zuschauer, 49 Euro, ein toller Streichpreis auch hier. Dankeschön, liebe Silke. Und abschließend vielleicht nochmal zu diesem tollen Stab. Du hast gesagt, den können die Zuschauer auch einzeln bestellen. Ja. Was sagen Sie dann im Callcenter? Einfach, dass Sie den Elektrosmog-Stab einzeln haben möchten, ne? Und der würde dann kosten 27,95 Euro. Genau. Und das ist ein Wasserstab, den bekommt man sonst nirgends, Silke, oder? Der ist ganz, ganz neu. Mein Sohn würde sagen, fresh. Sagt man heute, ne? Die Jugend sagt heute fresh. Na gut. Ist fresh. Machen auch Sie sich fresh, liebe Zuschauer, mit Silkes Set Fit in den Herbst.
70351, Ihre Bestellnummer, toller Preis, 49 Euro. Wir haben ja gerade schon ein bisschen erzählt, was Sie alles dafür bekommen. Und du hast ja auch gesagt, wenn Fragen sind, dann kann man bei dir anrufen. Da sitzt der Herr Sippel heute in der Leitung. Da sitzt der Manfred. Schöne Grüße von uns. Und dann gehen wir mal weiter, weil wir haben ja noch mehr tolle Angebote. Und zwar hast du ja wieder etwas ganz Neues. Wir können uns Ayurveda-Wasser machen. 70358, liebe Zuschauer, das ist die Bestellnummer. Wenn Sie sagen, so eine tolle Kupferflasche hätte ich auch gerne und würde mir mein Ayurveda-Wasser gern selber machen. 49,90 Euro ist der Preis. Was ist denn hier dran jetzt das Besondere, liebe Silke? Kupfer. So einfach ist es. Kupfer ist das Besondere daran, denn wir haben in unserer technisierten Welt allmählich verlernt und vergessen, was die Natur Wunderbares für uns bereithält, um gut für uns selbst zu sorgen. Und Kupfer ist so ein Element. Kupfer, das Metall, heißt Tamba. Und Tamba in Indien ist ein ganz wertvolles Element, weil es die Doshas, weil es die Temperamente verbindet. Und ich habe hier Kupferflaschen gesehen. Das Design von der Blume des Lebens, das hat mich so angesprochen. Das ich finde es einfach einmalig. Ne? Das ist von der Harmonie her. Und dahinter, das ist so ein florales Muster. Wenn Sie die florale Flasche möchten, sagen Sie das bitte im Callcenter. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie die Blume des Lebens wollen. In diese Flasche, die hat ein Fassungsvermögen von 750 Milliliter, gießen Sie Ihr Wasser, kaltes oder heißes Wasser, tun vielleicht noch eine Zimtstange, ein bisschen Kardamom dazu, bitte keine Säuren. Und dann trinken Sie daraus das Wasser, nämlich Kupferwasser. Und Kupfer, wie gesagt, Tamba im Indischen, ist ein Element, das verbindet Feuer, Wasser, Luft miteinander und wird in der traditionellen ayurvedischen Medizin dafür angewendet, wenn jemand Entzündungen hat oder sich entladen muss, Entzündungen hat, wenn jemand sich erden muss, wird dann Kupfer verwendet. Und dieses Kupfer dunkelt im Laufe der Jahre dann ein bisschen nach. Aber das fängt dann immer wieder mit Strahlen an, wenn man mit einer Zitrone drüber reibt, mit Zitronensäure. Deswegen soll man auch keine säurehaltigen Getränke dort in die Flasche tun, sondern wirklich nur Wasser oder Kaffee oder Tee. Und Ayurveda-Wasser. Und diese Flasche, ich finde die ganz wunderbar, weil Sie sehen ja, ich trage ein Kupferarmband, einen Kupferreifen. Den trage ich bloß nicht immer, weil manchmal stört er bei der Arbeit. Das ist auch Kupfer. Das ist jetzt schon etwas älteres Kupfer. Das Schöne ist, wenn Kupfer alt wird oder älter wird und wenn es farbig wird, das ist neues Kupfer noch, das muss ich erst noch abtragen. Wenn Kupfer farbig wird, dann wissen Sie, dass das Kupfer zu erodieren beginnt, zu oxidieren beginnt. Und wenn es oxidiert, gibt Kupfer negativ geladene Kupferionen ab, in dem Fall an meine Haut. In anderen Fall diese negativen Kupferionen dann in das Wasser hinein. Und das macht dann die Wirkung aus. Und vielleicht haben Sie noch eine Großmutter, aber vielleicht, wenn Sie in Ihren Küchenschrank gucken, stellen Sie selber noch fest, hoppla, da wird ja noch in Kupferpfannen, in Kupfertiegeln oder in Kupfertöpfen gekocht. Es gibt bei uns ein Restaurant, das heißt die Kupferpfanne, da wird alles in Kupferpfannen angerichtet, weil früher wusste man von der antiseptischen Wirkung des Kupfers noch. Früher wusste man noch, dass Kupfer entstört, dass Kupfer erdet, dass Kupfer die Fußchakren öffnet, dass Kupfer antibakteriell, antiseptisch wirkt, dass Kupfer antientzündlich wirkt. Das hat man hier in unserer modernen Kultur vergessen. Die Inder können sich daran noch erinnern. Und deswegen kommen diese Flaschen auch aus Indien. Das sind Tamba-Flaschen, Kupferflaschen aus Indien, hier zu uns nach Europa zurück, dass wir uns an die Wirkung des Kupfers zurückerinnern und Kupfer als, ich sage einmal, als göttlicher Heiler, als göttliche Heilenergie, als göttliche Heilkraft hier auch zum Wohle unseres Seins hier anwenden können.
70358, liebe Zuschauer. Das ist Ihre Bestellnummer für diese besondere Kupferflasche. Du hast gesagt, die Zuschauer dürfen es sich aussuchen, welches Design sie gerne mögen. Ob sie das Florale nehmen oder mit der Blume des Lebens. Beide Flaschen haben dieselbe Wirkung und die sind ganz, ganz leicht. Und ich habe ja auch gerade den Zuschauern gezeigt, wie schön das im Innen aussieht und glänzt. Und die haben bloß ein Gewicht von 200 Gramm. Das heißt, man kann die also wunderbar auch für unterwegs mitnehmen. Denn es ist ja gerade heute bei diesen Temperaturen immer sehr, sehr wichtig, dass auch gerade wir und ältere Leute immer etwas Gutes zu trinken dabei haben. Oder, liebe Silke? Genau, und das ist wirklich ein gesundes Wasser. Aber jetzt habe ich so vom Kupfer geschwärmt, weil ich, wie gesagt, selbst Anwenderin vom Kupfer bin und mir Kupfer schon viel weitergeholfen hat. Außer dieser Kupferflasche bekommen Sie von mir ja noch was dazu, nämlich einen Schungit. Und im Sommer habe ich ja ganz viele Bachblüten und ätherische Öle dabei gehabt. Das war so eine schöne Sommerenergie. Und im Winter brauchen wir Schungit. Wir brauchen reinen Kohlenstoff. Und ich habe mal meinem Mann, der telefoniert deswegen merkt das nicht, dem habe ich eine Schungit-Pyramide mal geklaut. Schungit in gepresster Form glänzt und strahlt. Ja? Aber den Schungit, den Sie bekommen, der glänzt nicht ganz so. Das liegt daran, dass das Rohschungit ist. Oh, jetzt werfe ich schon runter, genau. Den Schungit, den Sie bekommen, diesen Schungit tun Sie bitte in die Kupferflasche hinein. Schungit ist der Lieblingsstein vom russischen Zaren gewesen, weil das so ein Allheilstein gewesen ist oder immer noch ist. Denn Schungit ist Kohlenstoff, das basiert auf Pflanzen. Das sind Pflanzen, die versteinert sind, die zu Kohle geworden sind. Das ist der Kohlenstoff von Pflanzen. Das kommt aus Karelien, aus einem Sumpfgebiet. Und dort wird der hochwertigste Schungit der Welt abgebaut. Und der russische Zar hat von der Heilwirkung gewusst. Der hat Schungit getrunken, so wie wir heute Heilerde trinken. Der hat Schungit bei sich getragen, weil Schungit und Turmalin haben ähnliche Eigenschaften. Sie dichten ab, sie entstören, sie energetisieren, sie regulieren und werden heute auch angewendet, zum Beispiel gegen Elektrosmog auch. Deswegen ist Schungit im Moment ein Element, was Sie überall finden. Ich habe sogar Schungit Zahnpasta zu Hause, damit der Kohlenstoff die Zähne mineralisiert. Die ist allerdings schwarz, da muss man hinterher nochmal nachputzen. Es gibt also im Moment Schungit Einlegesohlen für die Füße, die ich auch ganz toll finde, weil Schungit ist Kohlenstoff. Und Kohlenstoff hat eine gewisse Wellenlänge und gibt diese Wellenlänge in unserem Körper ab. Und unser Körper besteht hauptsächlich in den Knochen aus Kohlenstoff und im Gewebe aus Wasser. Kohlenstoff und Wasser sind die Hauptelemente unseres Körpers. Und unser Körper spricht richtig, richtig gut auf Kohlenstoff an. Und das erzähle ich immer gern. Wir sind damit zum Diamanten gekommen, weil der Körper so stark auf den Diamanten reagiert hat, als wir selbst den Diamanten ausprobiert haben. Und Diamant ist nichts anderes als Kohlenstoff, nur sehr gepresster Kohlenstoff in einer ganz hohen Schwingung. Auf der einen Seite steht der gepresste Kohlenstoff, der Diamant, und auf der anderen Seite des Kohlenstoffs steht der pflanzliche Kohlenstoff oder der Graphit, ne, der Kohlenstoff, den wir sonst im Stift haben. Und das ist pflanzlicher Kohlenstoff. Das sind Pflanzen, die vor Jahrmillionen verrottet sind und die sich verdichtet haben, die sich umgewandelt haben im Laufe eines langen Prozesses und nun zu Kohlenstoff geworden sind. Und deswegen trägt man den Schungit gerne auch direkt am Körper. Ich habe jetzt hier das Mikrofon, sonst würde ich Ihnen mal zeigen. Ich tue mir immer im BH rein. Den Schungit am Körper getragen macht Folgendes: über den Schweiß des Körpers geht der Schweiß auf den Stein und dann reibt sich so ein bisschen der Kohlenstoff ab. Und das nennt sich Fumerolen. Diese Fumerolen sind die Pflanzenbestandteile, die ganz kleinen Pflanzenbestandteile auf Kohlenstoffbasis, die der Körper dann aufnimmt, die dann Nanopartikel sind und dann von unserem Körper verstoffwechselt werden. Wenn Sie also den Schungit nicht ins Wasser legen, weil Sie die Flasche nicht in Benutzung haben, tragen Sie ihn direkt auf dem Körper. Stecken Sie sich den irgendwo an den Hosenbund oder Frauen in den BH rein. Ihr Körper wird es Ihnen danken, weil das ist wirklich Nahrung pur.
Für 49,90 Euro, liebe Zuschauer, bekommen Sie also nicht nur eine von diesen beiden besonderen Trinkflaschen, sondern Sie bekommen noch diesen wundervollen Chungit Wasserstein mit dazu als Geschenk. Der ist also im Preis mit enthalten. Die Flaschen, die sind wirklich ganz, ganz leicht. Und ich finde, das ist etwas sehr Besonderes, denn hier können wir uns unser Ayurveda-Wasser to go sozusagen zubereiten. Da die Flaschen ja so leicht sind, können wir die auch wunderbar in größere Handtaschen mitnehmen. Wir Frauen haben ja eh immer eine Tasche und noch ein Beutelchen. 70358, liebe Zuschauer. Das ist Ihre Bestellnummer. Die sollten Sie sich jetzt notieren. Oder kommen Sie gerne gleich gebührenfrei in die Leitung 0800 720 33. Dann haben Sie vielleicht Glück und bekommen noch ein Fläschchen ab. Genau, und selbst wenn man nicht vorhat, auszugehen und in der Handtasche diese Flasche zu tragen, ich würde, wenn ich auf Arbeit bin zum Beispiel und das Wasser für meine Kaffeemaschine hole, so wie wir es vorhin gemacht haben, würde ich das Wasser erst in der Flasche abfüllen, einen Moment stehen lassen, damit die Kupferionen in das Wasser übergehen und es dann in den Teekocher gießen oder in den Wasserkocher gießen, damit ich dort kupferangereichertes Wasser auch habe. Ayurveda-Wasser, liebe Zuschauer. Muss ich jetzt auch trinken, genau. Ist die Nase zu nehmen. Ja, können Sie sich ganz leicht selber zubereiten für sich zu Hause. 49,90 Euro ist der Preis. 70358 ist hier die Bestellnummer. Wir bleiben mal bei diesem tollen Chungit-Thema. Denn, liebe Silke, jetzt kommt ja die weitere Besonderheit. Du hast heute wieder so tolle Sachen mitgebracht. Kommen wir mal zum nächsten Angebot. Du hast ja ein Buch geschrieben für Einhandrouten, das Tensorbuch mit Pendel. 70359, das ist Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer. Wenn Sie sagen, dieses Tensorbuch mit dem Pendel, das hätte ich gern, aber Sie bekommen ja nicht nur das Pendel, sondern es sind ja noch Energiekarten mit enthalten und es gibt noch ein kleines Geschenk. Ja. Liebe Silke, was bekommen denn die Zuschauer? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. So. Das hört sich wieder so umfangreich an. Also, es ist so, wer... Lass uns mit dem Buch beginnen. Wer immer mal wieder die Sendung schaut, weiß, dass ich im Februar Einhandrouten dabei hatte, von denen ich selbst so begeistert gewesen bin, weil die Aura so wunderbar gereinigt hatten. Die haben also so einen großen Ausschlag gehabt. Und hatte dann auch Energiemandalas dabei, Glücksmandalas. Und dann habe ich davon ganz viel verkauft und auf einmal riefen die Kundinnen an und sagen, also das ist ja ganz toll, mit der Einhandroute, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit arbeiten soll. Ich habe sie mir jetzt bestellt, weil das so schön ausschaute im Fernsehen. Und dann habe ich lange Zeit gebraucht, das wissen jene, die das Buch vor einigen Monaten dann bekommen haben, dann habe ich lange Zeit gebraucht, bis ich das Buch endlich fertig hatte, weil ich das wirklich ganz allein gemacht habe. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben, jedes Bild, jede Grafik, hat mir keiner mitgeholfen. Davon bin ich nämlich eigentlich ausgegangen, dass ich sehr viel Hilfe bekomme. Und dann habe ich Kunden gehabt, die gesagt haben, na ja, aber das Pendel, das, ob ich ein Buch fürs Pendel auch hätte. Dann habe ich gesagt, also ich habe jetzt keine Zeit, noch ein Pendelbuch zu schreiben, aber die Schwingungsbewegungen des Pendels sind dieselben Schwingungsbewegungen, wie sie die Einhandroute macht. Und grundsätzlich ist das so, dass Pendel und Rute Messgeräte aus der Radiästhesie sind und auf gleiche Weise wirken, die gleichen Routenausschläge oder Pendelausschläge haben, wodurch der einführende Leitfaden für die Einhandroute derselbe ist wie fürs Pendel. Sie müssen sich dann bloß das Wort Einhandroute wegdenken und Pendel hindenken. Ansonsten ist es genau dasselbe. Und da wir jetzt Winter haben, heißt, ich möchte unbedingt einen Chungit-Pendel haben. Nicht nur, weil der Chungit so eine starke regulierende Wirkung auch hat und den Körper nährt auf der Kohlenstoffebene, sondern weil Chungit neutralisiert. Chungit neutralisiert nicht nur elektromagnetische Störfelder oder geopathogene Zonen, darüber finden Sie in dem Buch auch etwas, sondern reguliert
auch wenn wir falsche Gedanken haben, wenn wir Erwartungshaltungen haben, dann hilft uns der Shungit neutral zu sein. Und weil Shungit neutralisiert, ist für mich ist ganz wichtig gewesen, einen Shungit-Pendel zu haben. Es gibt nur leider keine Shungit-Pendel. Es ist ganz, ganz schwierig, Shungit-Pendel zu bekommen, auch gerade preiswerte Shungit-Pendel zu bekommen. Deswegen habe ich Ihnen ein Shungit-Pendel gefüllt. Das ist also einmalig, das finden Sie so nicht. Und in dem Buch haben wir ja jetzt noch die wundervollen Energiekarten, liebe Silke. Was machen wir denn jetzt damit? Genau, also wir haben das Shungit-Pendel oder wir haben vielleicht einen Biotensor. Ist jetzt aber schade, die Karten zu nehmen. Wir hatten doch hier auch welche. Hier. Ach, hier sind sie. Ja, genau, dann nehme ich doch die. Ne? Dann habe ich hatte ja versprochen, Karten zu machen, dann habe ich Energiekarten gemacht. Symbol- und Testkarten. Ja, Symbol- und Testkarten von Silke Illig. Aber ich lese es vor. So, jetzt drehe ich es einfach um. Das ist ein Ausgleichssymbol. Und hier oben im Blau steht dann immer eine Übung, ein Test. Also es gibt mit dem Pendel und mit der Wünscheroute kann man Beziehungstests machen, Verträglichkeitstests machen, Energiestatustests machen. Und da ist dann beschrieben, wie man einen Beziehungstest macht, also herausfindet, was zu mir am besten passt. Nicht nur ein Beziehungstest, ob der Partner der Richtige ist, sondern ob das Lebensmittel das Richtige ist. Dann steht hier noch die Wirkungsweise an der Seite und dann nehme ich diese Karte und frage ein Produkt ab oder ein Lebensmittel ab. Ich denke an dieses Lebensmittel, halte die Karte, nehme dann das Pendel in die Hand, denke an das Produkt und dann habe ich hier diesen Pendelausschlag und da muss ich natürlich wissen, das heißt bei mir zum Beispiel ja bei meinem Pendel, ne? Dann weiß ich, aha, ja, das bedeutet ja, dieses Produkt ist gut für mich oder dieser Mensch ist gut für mich. Das ist ein Symbol, das ist ein Körpersymbol, das verstärkt, das ist ein Verstärkungssymbol, das lege ich überall drunter, wo etwas gut und noch besser wirken soll. Das Umkehrzeichen, das reguliert und hier finden Sie, wie gesagt, im Blau immer die Testmöglichkeiten und zu diesem Symbol noch ein Einsatzmöglichkeiten mit dazu. Also es ist in dem Buch auch noch mal erklärt, aber hier haben Sie wirklich etwas, das ist sozusagen der Pendeltest to go. Sie können dieses Pendel nehmen, die Karten einstecken und aus dem Haus gehen und mehr brauchen Sie nicht, weil Sie nämlich hier hinten zum Beispiel, muss ich mal schauen, hier haben Sie das Wörterbuch meiner Tensorsprache bzw. das Wörterbuch meiner Pendelsprache. Wie rumdreht sich das Pendel? Was bedeutet das? Das können Sie sich am Anfang einzeichnen, damit Sie es nicht mehr vergessen, wenn Sie unsicher sind. Dann haben wir hier, finde ich ganz wichtig, in klein, die Bovis-Einheitenskala, wie viel Lebensenergie oder wie viel Energie ein Mensch hat oder ein Lebewesen hat oder ein Gegenstand, ein Haus hat. Und dann sind hier Richtwerte dabei, um zu sehen, was das für mich bedeutet. Ne? Und weil es so schön ist und weil ich mich so gefreut habe, dass Sie mich auf die Idee gebracht haben, heute mit meinem Buch und dem Pendel hierher zu kommen, habe ich mir gedacht gehabt, das ist nämlich ein recht schweres Pendel, was ich hier habe mit dem Shungit. Diejenigen, die bestellen in der Sendung, sie bekommen noch ein weiteres Pendel geschenkt, weil das gefällt mir nämlich auch so gut. Und dann fangen Sie vielleicht wie ich das Pendelsammeln an. Ich sammle ja Wünscherouten, Pendel und Karten. Genau, und das ist das, was Sie hier sehen, liebe Zuschauer. Mal in Kürze, liebe Silke, was bekommen die Zuschauer hier noch geschenkt? Das ist ein ganz wunderbares Kristallpendel, je nachdem wie der Vorrat reicht, entweder Bergkristall oder Rosenquarz, mit der Blume des Lebens in Tropfenform. Und was ich mir an diesem Pendel so gut gefällt, das ist der Verschluss. Siehst du das hier? Das ist wie ein Kettenverschluss. Ja, das heißt, ich kann das Pendel abmachen und ich könnte es zum Beispiel in eine Kette machen. Ich könnte, das sieht ja, der Tropfen sieht ja hübsch aus. Ne? Den sehr könnte hübsch, sehr ich als Tropfen tragen. Ich kann das woanders dran machen, in eine längere Kette. Ich kann die Kette separat benutzen und vielleicht an den Magnetox-Anhänger anhängen. Ne? Also ich finde das ganz klasse gemacht mit diesem Karabinerhaken hier und ich finde das Pendel einfach süß. Ne? Ich finde es total süß und das schenke ich Ihnen. Das kriegen Sie mit dazu geschenkt, liebe Zuschauer. Sie bekommen also unter der Bestellnummer 70359 das Tensorbuch mit dem Shungit-Pendel. Und das Tensorbuch ist von Silke selbst geschrieben mit Symbolen, mit Testkarten. Die testen wir jetzt gleich mal aus, liebe Silke. Genau. Ganz genau. Und
Das alles zu einem Preis von 34 Euro. Liebe Zuschauer, bevor wir das kurz austesten, gehen wir mal in eine kleine Einweihpause. Für Sie eine Bestellpause. Gleich ran ans Telefon unter der 0800 720 33. Bestellen Sie sich gerne Ihr Tensorbuch mit Pendel und Geschenk. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Haben wir schon fleißig gependelt. Ganz hier. Genau, wir beide sind ja auch so begeistert. Und ein tolles Beispiel aus dem Buch, Silke, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Genau. Das ist meine Katze, das ist die Mimi. Das ist die Mimi-Katze und die musste herhalten für das Buch. Man kann nämlich auch Haustiere austesten, man kann Pflanzen austesten. Man kann zum Beispiel testen, ob Pflanzen sich wohlfühlen bei uns daheim oder ob wir... Oder ob die Pflanze uns mag, weil wir sie regelmäßig gießen und düngen. Und man kann auch einen Haustiertest machen, nämlich fragen, tut mir dieses Tier gut oder wie geht es diesem Tier, hat dieses Tier Probleme? Da kann man also ganz viel abfragen. Und da habe ich die Mimi abgefragt. Und so wie ich hier die Wünschelrute genommen habe, nimmt man dann das Pendel und sagt, das ist die Mimi. Ich halte dann, das ist die Mimi. Und jetzt bin ich jetzt ja heute nicht zu Hause. Hinhalten. Genau, jetzt kann ich nämlich fragen, die Mimi ist heute daheim. Liebes Pendel, muss man nochmal ansprechen, das Pendel, wie geht es denn der Mimi? Und dann hat das Pendel, habe ich ja vorhin gesagt, alles, was vor meinem Körper senkrecht ist, heißt gut oder heißt ja, Zustimmung. Und da scheint es sehr gut zu gehen. Und ich weiß auch warum, weil sie nicht allein daheim ist, sondern gerade ihre Streicheinheiten von der Brigitte wahrscheinlich bekommt. Deswegen geht es der Mimi gut. Ich kann aber auch fragen, und das ist... Jetzt mal ganz spontan, wie geht's denn der Silvia mit der Silke? Wollen wir das wissen? Ja, das wollen wir wissen. Genau, das ist die Silvia, aber das Pendel oder die Route zu der Person und zu dem Gegenstand, das ist die Silvia.
Wie ist das Wohlbefinden von der Silvia, ganz unabhängig von der Silke? Also schlägt jetzt nicht so weit aus wie bei der Mimi, aber zum Wohlbefinden gehört ja noch mehr dazu, als mit mir heute die Sendung zu machen, sondern dein ganzes restliches Leben. Vielleicht hast du da etwas Stress, vielleicht geht dir auch was durch den Kopf. Das müssen wir mal hinterher klären. Ne? Das machen wir. So, ja. Liebe Silke, jetzt hast du mich überrascht, ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar haben wir hier dieses wundervolle Energiekartenset, wo man wirklich auch noch ganz, ganz viele Dinge erfragen und mitarbeiten und sich mit beschäftigen kann. Das ist wirklich wundervoll, liebe Zuschauer. Aber lass uns doch mal ein Beispiel nehmen für die Zuschauer, wie wir jetzt auch mit dem Buch und mit deinem Pendel inklusive der Karten arbeiten können. So, das ist ein Kreuz. Mhm. Dieses Kreuz wird eingesetzt zum Entstören bei geopathogenen Störfeldern. Geopathogenen Störfeldern ist alles das, was Sie als Wasseradern, als Erdverwerfungslinien, als wasserführende Schichten, als Negativzonen, als Störzonen kennen. Dazu finden Sie ganz viel Material auch in dem Buch. Hier kann ich wieder abfragen. Ich gehe also mit meinem Pendel und frage dann den Raum ab. Wir wissen ja, wir haben hier sehr viele Lampen. Das heißt, so gut dürfte die Energie nicht sein, außer wir haben es neutralisiert mit unserer guten Laune. So, Silke, guck mal, wo du jetzt wäre mal die Technik erschrecken. Ne? So, dann gehe ich über das Zeichen drüber und sage, wie ist die Energie in diesem Raum? So. So, und gekreist heißt bei mir in meiner Pendelsprache sowohl als auch, das heißt gut wie schlecht. Jetzt müssen wir es natürlich weiter einkreisen. Jetzt könnte man die ganzen Störfelder abfragen. Wie sieht es denn hier mit Elektrosmog in diesem Raum aus? Gibt es hier Elektrosmog? Genau. Ich muss das Pendel wieder anhalten. Gibt es hier Wasseradern? Nein, ne? Hier gibt es keine Wasseradern, aber hier gibt es viel Elektrosmog. Und dann kann ich dieses Zeichen hernehmen und kann dieses Zeichen aufmalen. Wenn zum Beispiel in meinem Schlafzimmer das Pendel sagt, also hier gibt es eine Störzone, dann nehme ich ein Bettlaken und male dieses Kreuz auf und tue dieses gekreuzte Laken oder das Kreuzbildlaken tue ich unter meinem Bettlaken oder tue es unter das Bett, steht alles hier drauf. Ne? Das ist also wirklich Lebenshilfe pur, Anleitung pur. Das spart Ihnen den Wünschelrutengeher daheim. Und das hilft dann, das neutralisiert dann. Das sind Körpler-Symbole. Und der Herr Körpler war ein Elektrotechniker aus Wien, aus Österreich, der mittlerweile leider verstorben ist. Der hat sich lange mit diesen Symbolen beschäftigt. Der kommt aus der Elektrotechnik und hat gesagt, in der Elektrotechnik ist alles logisch und ist ganz einfach. Und so einfach ist auch die Natur. Und hat versucht, die Natur abzubilden und Zustände abzubilden in Form von diesen Körpler-Symbolen, von diesen Körperzeichen, die ich unter anderem mitverwendet habe. Liebe Zuschauer, ein ganz tolles Set, kann man ja schon sagen, was Sie hier von der Silke Illing bekommen. 70359, das ist die Bestellnummer. Tensorbuch mit Pendel. Halt mal das Pendel hier nochmal rüber, bitte, liebe Silke. Denn die Energiekarten, sehen Sie ja, sind hier mit eingeklebt. Die bekommen Sie natürlich mit in dem Buch. Das Buch ist selbst geschrieben von Silke Illing. Sie bekommen das wundervolle Shongit-Pendel und als kleine Überraschung und Geschenk von der Silke, was bekommen die Zuschauer? Ein Quarzpendel, entweder Rosenquarz oder Bergkristall am Karabinerhaken, damit sie diese Kette zum Beispiel für den Magnetanhänger verwenden können oder das Pendel auch verlängern können und woanders dranhängen können. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass es dieses Buch nicht im Buchhandel und auch nicht auf Amazon gibt. Das hat nämlich keine ISBN-Nummer, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Das gibt es nur hier. Das gibt's nur hier bei uns im Shop bei Astro TV und natürlich nur bei Silke Illing. Und wir haben hier so viele wertvolle Informationen, Beispiele, Bilder und Tipps und Tricks von Silke. Liebe Zuschauer, da seien Sie schnell. 34 Euro, das ist wirklich ein toller Preis. 0800 720 33, schnell rein in die Leitung. 70359, Ihre Bestellnummer, wenn Sie sagen, dieses besondere Set
möchte ich auch. Denn, liebe Silke, es gibt ja immer Dinge, die hast du ganz neu. Und dann gibt es Produkte, die sind so altbewährt und so erfolgreich, dass du sie immer mal wieder hast. Und natürlich geht es hier um deine Jahresengel. Hier im Speziellen um den Feng Shui Jahresengel 2019. Und zwar ist das der Raphael, liebe Zuschauer. 10097, das ist die Bestellnummer. Wenn Sie sagen, diesen Jahresengel Raphael hätte ich wirklich gern in meiner Sammlung, weil es gibt ganz viele, die diese besonderen Objekte sammeln von der Silke. Wir haben heute noch mal einen Streichpreis. 139 Euro, liebe Zuschauer. Er kommt zu Ihnen in einer ganz tollen Feng Shui Box. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Das ist jetzt nicht nur eine Box, sondern damit kann man auch arbeiten. Mhm. Steht dann alles in der Anleitung, liebe Silke, Jahresengel Raphael. Genau. Was macht der für die Zuschauer? Genau. Vielleicht können wir das Bild noch mal sehen, na, den Packshot von diesem Engel. Genau. Den hätte ich ja gerne mitgebracht, aber viele wissen ja meine Klagen von meinem unzuverlässigen Glasbläser, der jetzt auch noch Ende des Jahres aufhört. Deswegen müssen Sie hier wirklich zugreifen, weil diesen Engel, den werde ich jetzt vielleicht noch 4 Wochen haben und dann sind seine Auftragsbücher bis zum Jahresende so voll, dann geht überhaupt nichts mehr. Wir sind ja dieses Jahr im Raphael-Jahr und ich finde das so ganz toll, dass wir das Raphael-Jahr haben, weil wir im Moment eine Qualität haben, wo es wirklich darum geht, uns zu lösen, loszulassen, und das macht oft Schmerz. Das bringt Schmerzen mit sich, das bringt Veränderungen mit sich, das bringt auch manchmal Angst mit sich. Und da hilft uns der Raphael. Der Raphael ist nicht nur der göttliche Heiler mit seinem grünen Licht, der Raphael ist auch ein Engel, der uns dabei unterstützt, in die Selbstheilung zu gehen, nämlich in die Selbstbeziehung. Das ist der Kommunikator, der kommuniziert mit uns. Ein Engel der Selbstbeziehung in Zeiten, wo außen nichts mehr sicher ist, brauchen wir viel mehr Sicherheit aus uns heraus. Wo kommt unsere Sicherheit her? Aus unserem Selbstvertrauen, aus unserem Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen können wir aber nur haben, wenn wir der Schöpfung vertrauen. Und hier hilft uns der Raphael, wieder 1:1 mit der Schöpfung zu werden. Und Sie nehmen diesen Engel mit seinen 4 Karat und stellen ihn dorthin in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung, wo dieser Platz energiearm ist. Sie bekommen aber auch eine Kiste, eine Transportkiste. Und auf dieser Transportkiste ist das chinesische Bagua drauf. Das ist das Feng Shui für Wohnungen. Ganz einfach erklärt in einem 9er-Raster. Und es reicht eigentlich aus, in den entsprechenden Bereich Ihrer Wohnung auf dem Raster den Engel draufzustellen und dann wirkt diese Energie. Ich weiß aber, dass es sehr viele Kundinnen gibt, die über Jahre die Engel sammeln und jetzt auch warten, dass es den Engel fürs nächste Jahr, den Mondengel vielleicht doch noch vor Jahresschluss kurz gibt. Die stellen den Engel im Haus auf und dann habe ich schon gesagt, ihr habt doch jetzt schon 6 Engel, ne? Also das reicht doch schon. Und haben gesagt, nein, das ist so schön, das ist so eine schöne Energie. Und wir tragen die intuitiv durch die Wohnung oder durch das Haus. Und die Erfahrung ist zum Beispiel auch, dass Pflanzen Diamantenergie total mögen. Pflanzen blühen auf, vitalisieren sich. Hausstaub sammelt sich. Der Staub hat eine andere Konsistenz. Frühjahrsputz muss man trotzdem machen, ne? Das haben wir noch nicht, ist uns noch nicht gelungen, genau. Das wäre jetzt das Ding für mich. Aber Diamanten transformieren und Diamanten sind ein ganz großes Geschenk des Universums an uns, mit uns selbst in Beziehung zu kommen, mit uns selbst in Verbindung zu gehen, um dann auch eine Selbstbeziehung zu unserer Seele aufzubauen. Bei diesem wundervollen Jahresengel Raphael, liebe Zuschauer, bekommen Sie 4 Karat Naturdiamant. Da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, denn Diamant ist ja ein ganz, ganz besonderer Rohstoff auch. 10097, liebe Zuschauer, auch hier gilt es schnell sein, weil wir haben heute wieder einen tollen Streichpreis. Sie bekommen ja nicht nur diesen wundervollen Jahresengel, Sie bekommen ihn in einer Feng Shui Box und die ist wirklich riesig.
Damit können wir auch arbeiten. Sie bekommen eine Anleitung mit dazu. Liebe Silke, die Box ist schon so groß. Wie groß ist denn jetzt ungefähr der Jahresengel? Der Jahresengel, das ist ja mundgeblasen. Das heißt, sie sind etwas unterschiedlich groß, aber 20 cm ist der Engel groß. Der ist so etwa, der ist so groß wie die Flasche ungefähr, ne? Der ist so groß wie die Flasche. Die sehen alle etwas eigen und etwas anders aus, weil sie ganz individuell sind. Die Flügel sind grün eingefärbt und in seinem Bauch trägt er das Element Silber, die Kraft der Sterne und die weibliche Energie. Und wir haben ja gerade von den Diamanten gesprochen, 4 Karat Naturdiamant, den kennen Sie vielleicht auch noch vom Boten Gottes. So sieht der Diamant aus, ne? Das sind lauter kleine Glaskugeln. So wird auch in Ihrem Engel der Diamant ausschauen, weil Naturdiamant ist hart. Am Naturdiamant haben wir noch das ganze Lichtspektrum, weil der Diamant noch nicht geschliffen worden ist. Und dadurch, dass er nicht geschliffen worden ist, ist er energetisch noch sehr, sehr wirksam. Und es sieht aus wie so ein kleiner Sternenhimmel hier auch. Ne? Das sieht ganz wunderbar aus. Und der schafft Energie. Der räumt auf. Wenn er auch noch nicht selbst putzen kann, so räumt er geistig, energetisch auf. Aufräumen kann er, das verspreche ich Ihnen. Und das für 139 Euro, liebe Zuschauer. Mundgeblasen. Jedes Stück ist ein Unikat, handgefertigte Einzelstücke. Kommt zu Ihnen inklusive 4 Karat Naturdiamant in der tollen Feng Shui Box. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Viele deiner Zuschauer und Stammkunden kennen und lieben sie. 10097, die Bestellnummer für Sie. Wolltest du abschließend noch was sagen? Weil ansonsten würde ich den Anhänger noch gern vorstellen. Ich habe Ihnen noch was mitgebracht, weil ich den Engel jetzt nicht dabei hatte und weil ich Ihnen die Diamanten zeigen wollte. Das ist ja der Kubus, den kennen Sie ja aus dem Sommer noch, mit einer Sondergröße, 6 Karat Naturdiamant für 129 Euro. 6 Stück sind mir noch geblieben und vielleicht kommt ja einer zu Ihnen, den können Sie gerne mitbestellen im Callcenter. Und wenn Sie jetzt im Callcenter etwas Wartezeit haben, das weiß ich nämlich, weil wir hier informiert darüber sind, dass es jetzt zu einem kleinen Auftragsstau gekommen ist, am Ende Ihrer Warteschlange geht der Anrufbeantworter an. Und da können Sie gerne drauf sprechen, Ihre Bestellung, die kommt 100%ig bei mir an. Und wenn ich etwas nicht verstanden habe, rufe ich Sie morgen zurück. Persönlich zurückgerufen von Silke Illing, von unserer Natur. Diamant-Expertin hier bei Astro TV. Also auch diesen atlantischen Kubus können Sie natürlich gern bestellen. Sagen Sie einfach im Service Center Bescheid, liebe Zuschauer. Die Mitarbeiter oder dein Mann wissen dann natürlich genau Bescheid. Ja. Wir haben aber noch etwas ganz Tolles vom Erzengel Raphael. Und zwar hat dein Mann auch ein Amulett gemacht. Das wollen wir Ihnen hier nur mal ganz kurz zeigen. Liebe Silke, was hat es denn mit dem wundervollen Amulett Raphael auf sich? Wenn Sie das bestellen mögen, 10303 ist hier die Bestellnummer. Oder Sie sagen einfach Bescheid, das Erzengel Raphael Amulett. Denn auch hier haben wir ganz toll auf der Rückseite Orgonit. Und was haben wir denn auf der Vorderseite? Auf der Vorderseite haben wir die pure Essenz, die pure Kraft des Erzengels Raphael. Am 21. März sind wir ja in ein neues Planetenjahr gegangen. Und dieses Planetenjahr wird geführt vom Jahresherrscher Raphael, vom Erzengel Raphael. Und der Raphael, haben wir ja eben schon gesehen, mit seinem grünen Licht bringt Vitalenergie und Selbstbeziehung mit sich. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt haben wir schon so einen großen Engel, jetzt brauche ich auch noch einen Engel to go. Lass dir mal was einfallen, weil wir ja im letzten Jahr diese Schutzengel-Amulette gehabt haben, in Blau. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache ein Raphael-Amulett. Und außer dem Raphael-Amulett gab es dann auch noch den Raphael-Wasserstab, weil der Raphael und der Malachit, das ist eins. Und das Raphael-Amulett hat vorne das Symbol des Raphaels drauf, das grüne Licht des Raphaels und 0,5 Karat Naturdiamant. Deswegen glitzert das auch so schön. Und als Untergrund, als Grundlage für dieses Amulett im Edelstahlrahmen haben wir hier Orgonenergie. Orgon, Orgonit ist ein Material, das ist ein Kombimaterial, nämlich aus Kunstharz, Mineralien und Metallen. Mein Mann nimmt dazu zum Beispiel Kupfer, Gold und Silber und gießt das ein
zusammen mit Kristallpulver, mit Edelstein in eine Masse, die auch gesundheitlich ganz unbedenklich ist. Dies ist Bio. Das hat auch ein Zertifikat. Das ist geruchsneutral, geruchsfrei, für den Körper unschädlich. Wie gesagt, das ist ein Bioharz. Und das reproduziert ständig ein Lebensenergiefeld. Orgon ist der Stoff, der Lebensenergie reproduziert. Und den tragen Sie dann auf den Körper. Das pusht Sie dann. Das pusht Sie so richtig gut in den Tag hinein und auch jetzt in der dunklen Jahreszeit, die kommt. Weil wir haben zwar jetzt noch ganz wunderbares Wetter, wir wundern uns ja selber darüber, dass das Wetter noch so schön ist, aber es geht einfach, das wissen wir vom Kalender her, jetzt in die dunkle Jahreszeit, in das Jahresende hinein. Und da muss man sich ein bisschen präparieren und gut darauf vorbereitet sein, nämlich mit alles, mit Dingen, die uns energetisch nähren, damit wir körperlich nicht so viel essen müssen. Da schließe ich mich jetzt ein und ich gehe nächste Woche zum Lichtfasten in die Lichtnahrung. Was meinst du, was ich mir da an Raphael-Energie und Magnetenergie mitnehmen werde, um richtig gut durch die Zeit zu kommen und meinem Körper was Gutes zu tun? Bevor wir jetzt natürlich zu einem weiteren Raphael-Produkt kommen, will ich abschließend noch mal sagen, liebe Zuschauer, der Anhänger kommt natürlich an einem wundervollen Schmuckband zu Ihnen. Hier wieder mit einer schönen großen Öse können Sie natürlich auch etwas anderes ranmachen. In einem wunderschönen Organza-Säckchen. Also nicht lange überlegen, sondern gleich mitbestellen. 10303. Das ist hier die Bestellnummer, wenn Sie sagen, das Amulett Raphael, das spricht mich an. Das möchte ich noch mitnehmen oder verschenken. 25,95 Euro, das ist hier der kleine Preis. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Produkt vom Erzengel Raphael, denn wir haben ja es auch noch als Wasserstab. Ja. 10260, das ist Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer, für den Wasserstab Erzengel Raphael. Wir haben auch hier wieder 1 Karat Naturdiamant enthalten. 27,95 Euro, ein sehr schöner kleiner Preis. Was machen wir denn mit diesem Wasserstab Erzengel Raphael, liebe Silke? Im Zweifelsfall kaufen wir uns deshalb einen zweiten Stab, weil dann jeder Stab 24 Euro kostet, das man nur so eingebaut. Also ab dem zweiten Stab, egal ob bei diesem oder in dem Set, sparen Sie über 3 Euro, weil dann kostet der nur 24 Euro. Das ist ja super. Ja, wenn jetzt jemand sagt, er nimmt den Raphael-Stab und den Elektrosmog-Stab, hat er ja schon 7 Euro gespart. Ne? Der Raphael Stab, ja. Das war auch so eine Kinderidee von mir, wo habe ich nämlich gedacht gehabt, so zum Jahresanfang möchte ich jedem etwas von meinen Silvestergästen ins neue Jahr mitgeben, nämlich diesen Raphael-Stab, weil Raphael der Jahresherrscher dieses Jahres ist, diese Energie, diese Kraft mitbringt, um aus uns selbst heraus wirklich diese Energie und diese Kraft zu gewinnen, zu wissen, was wir wollen und die Dinge voranzubringen. Und dafür, die Edelsteine sind der Rosenquarz, der Malachit, der Peridot als Stein der Seele, Malachit wirklich der Stein des Raphaels, Peridot der Stein der Seele, Rosenquarz der Stein der Engel oder der Emotionalebene. Dann ist noch Amazonit drin, das ist für die Menschen, die sich immer wieder den Kopf zerbrechen, die das so im Kopf haben, um wirklich auch gelassen zu sein, um gute Träume zu haben, um inspiriert zu sein, Ideen zu haben. Es ist der Amazonit. Der Aventurin ist nicht nur ein Entgiftungsstein, es ist der Stein für alles Schöne und für das Kreative. Und diese Steinmischung ist als Segensmischung hier in diesem Wasserstab mit 1 Karat Naturdiamant enthalten. Und Sie stellen diesen Stab nur in Ihr Gefäß hinein. Das, bei den kleinen Stäben sind es 300, 400 Milliliter Wasser. Sie schmecken den Unterschied. Ich werde oft gefragt, wie lange muss denn so ein Stein im Wasser, also ein Stab im Wasser stehen, so lange, bis das Wasser anders schmeckt. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht Ihr Ausgangswasser ist, ist das wirklich nur ein paar Minuten. Das geht ganz, ganz schnell. Und wer für eine ganze Familie immer gleich das Wasser ansetzt, der kann sich einen großen Stab bestellen, einen großen Wasserstab. Für 34 Euro und dieser Wasserstab ist für bis zu 2 Liter gut. Der hatte auch 2 Karat Naturdiamant in sich und das hat uns so inspiriert, das kann ich gleich mal sagen mit dem Raphael. Wir machen jetzt eine ganze Engelserie. So da freuen wir uns drauf. Ja, wow. Genau. Erzengel Raphael Wasserstab. Ich habe es Ihnen ja hier noch mal kurz gezeigt. Es gibt also den kleinen
für 27,95 Euro. Wenn Sie jetzt sagen, für meine Mama, meine Tochter oder zum Verschenken von jemand anderen, ab dem zweiten Stab zahlen Sie nur noch 24 Euro, liebe Zuschauer. Das ist wirklich unglaublich. Weiß dein Mann, der Manfred schimpft schon. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Glaube ich nicht, der telefoniert. 10260, liebe Zuschauer. Das ist Ihre Bestellnummer für den Wasserstab Erzengel Raphael 1 Karat Naturdiamant. Sie können gerne Bescheid sagen, ob Sie den kleinen oder den großen haben mögen. Und damit Sie jetzt die Gelegenheit haben, sich einen dieser tollen Stäbe zu ergattern, denn auch das ist ja alles Handarbeit, ja Silke? Ja. Wir gehen mal in eine kurze Bestellpause für Sie und gleich sind wir zurück.